Ich begrüße euch zu einem neuen Quizvideo. In diesem werde ich alle Fragen durchgehen, die es exklusiv in den iOS-Versionen von Impossible Quiz 1 und 2 gibt. Denn es mussten einige geändert werden. Sei es nun, dass irgendwelche Markennamen vorkamen oder die Mechanik nicht funktionierten auf dem iPhone. Man sieht sie hier, 35 zum Beispiel, New Mechanic. Oder die Fragen waren einfach zu gewalttätig. Die erste Frage ist 43, die wird nur die wirklich neuen Fragen zeigen und nicht irgendwelche Mechaniken da. Ja, es ist leider ein bisschen unscharf, aber ist nicht so schlimm. What is the most common cause of feeling blindness? Ja, wobei, ich glaube, ich sollte das nicht so groß machen, denn ich will auch immer den Text hier lesen, weil ich mich selber nicht so auskenne mit den Lösungen. Also zeigen wir es lieber so, man hat ja gesehen, es war unscharf wie Sau. So ist das vielleicht sogar besser. Also Cataracts, ne? Es muss irgendwas mit Cats sein, weil ja nach Katzen gefragt wird. Feline ist ja katzenmäßig, so katzenartig. Ja. Ich sehe auch wirklich nur Cat, mehr ist da nicht. 46. Was this question in the original Impossible Quiz? Ja, kann man sich ja denken, oder wenn die Frage schon so formuliert ist, dann no. Mehr muss man da auch nicht zu sagen. Dann. Ach ja, übrigens, die Musik, die wir gerade hören, ist auch die Musik, die man hören würde, würde man jetzt den Teil über iOS spielen. Ich dachte mir, das passt ganz gut. To answer this question, you need to know what poker means. Da geht es wohl darum, dass man das R in der Frage anklickt. Das heißt ja Poke R, ne? Also das R anpieken, anstupsen, Poke R. Die vier Optionen da unten sind also komplett irreführend. Dann hier, ja, warum wurde denn What Does DNA Stand For National Dyslexic Association geändert? Weil sich die Leute mit so einer Störung natürlich gestört oder beleidigt fühlen könnten, würde die Frage drin bleiben. Deswegen musste die raus. How many Surrealists? Does it take to change a light bulb? Ja, und diese Surrealisten, die mögen natürlich solche eher unlogischen Dinge. Deswegen muss man auch mit irgendwas antworten, was man normalerweise auf so eine Frage nicht antworten würde. Fisch. Die Fragen wurden alle nicht von Splatmedo verfasst, sondern von den Leuten, die das auch über iOS angeboten haben oder immer noch anbieten. Ich glaube, es ist immer noch verfügbar. In which country are you likely to find some of a Gracias? Also ja, man kennt es, ne, aus Spanien. Gracias, also für Hallo. Das finde ich sogar ganz clever. Das ist eine gute Frage. Oh ja, die Sonic-Frage, wo das Bein abgebrochen wird, die musste auch ausgetauscht werden. Das verstehe ich sogar. What are rats? Und das ist auch ziemlich offensichtlich. Backwards Stars, ja. Ich hätte das aber nicht so gemacht. Also, es ist rückwärts Star und nicht Stars. Also hätte man sowas machen müssen wie Backwards Star. Also da bin ich ein bisschen pedantisch. Das haben sie nicht ganz so gut gemacht. Übrigens, genau den Trick hatte ich auch mal in meinem Quiz drin. Ich habe ja auch so ein eigenes. Die Musik klang gerade ein wenig anders. Auch nicht schlecht. My wife went on holiday alone to the West Indies. Hier ist die Antwort Jamaica. Das klingt also wie, man sieht es eher auch im Text hier. Also ich kann es ja mal markieren. Jamaica? Jamaica? So ungefähr. Did you make her? Ja. Also man hat dafür gesorgt, dass sie weggefahren ist. Und die 108. Ja, hier ist die Lost-Referenz. Oh no, sorry. I seem to have lost this question. Ja, die ersten drei Optionen sind nur irgendwelche Schreie. Dann ist die richtige Antwort: Don't worry, maybe some heroes will save it. Das ist auch tatsächlich eine Lost Reference. Also, die haben das sogar drin gelassen, dass man da irgendwas mit Lost antwortet. Das ist also wohl ein Zitat daraus. Gut, das ging ja schon relativ schnell mit dem Impossible Quiz 1. Jetzt denkt man sich so: Hö, wie lange soll das jetzt noch dauern? Ja, schaut euch mal das hier an. Muss ich dazu irgendwas sagen? Aus irgendeinem Grund, beim Impossible Quiz 2 sind irgendwie 1000 Änderungen drin. Allerdings nicht nur neue Fragen,
Einige Shuffles sind drin und das bedeutet, dass die Fragenpositionen einfach ausgetauscht wurden, warum auch immer die Reihenfolge so oft geändert wurde. Dennoch, es sind einige neue Fragen, also gehen wir sie mal alle durch. Hier konnte man nicht drin lassen, dass Schokoriegel genannt wurden in der original dritten Frage. Deswegen haben wir hier ein. Ich glaube, die sind in besserer Qualität. Ja, kann man glaube ich machen. Hier haben wir also eine Kuh minus 4 Legs. Und wenn die Kuh keine Beine mehr hat, dann liegt sie ja auf dem Boden. Ground Beef, ja. Was haben wir als nächstes? Die 5. Oh ja, also wenn wir wirklich schon hier bei 3 und 5 anfangen mit den veränderten Fragen, dann erwartet uns eine Menge. Ach ja, übrigens hier, das ist bei der alten Frage, wo man ja diese Wörter eintippen soll, etwas, was rausgenommen wurde von Split Middle selber, eigentlich wäre dann noch Socked gekommen. Nun aber zur iOS-Frage. Arr, you matey, oder so. How much be that corn? Das ist Buck in Ear, glaube ich. Muss ich mir durchlesen beim Text. Buck in Ear, ich markiere so viel hier. Ich krieg's nicht hin. Buck in Ear. Ear referring to a stalk of corn, which is a homophone to buccaneer. Ja, buccaneer kenne ich, das ist ein anderes Wort für Pirat, richtig. Hier funktioniert aus irgendwelchen Gründen der Screenshot nicht richtig, also klicke ich das mal an. Mache ich ja hier sowieso jetzt bei allen Fragen aus dem zweiten Teil. What is the principal part of a horse? Das ist einfach main, weil main klingt wie main, also Haupt, ne? Der hauptsächliche Teil. Brauche ich mir den Text auch gar nicht durchlesen. Dann, how many times can you fit into a vacuum? Und hier geht es natürlich um den Buchstaben U und der ist in dem Wort Vakuum zweimal drin. Also das ist auch wieder ziemlich billig. Nummer 42. Oh ja, die finde ich aber wieder gar nicht so übel. Right turn plus right turn plus right turn equals. Es ist ja genau das gleiche, als wenn ich mich einmal nach links drehen würde, also Left Turn. Schön auch, wie im Screenshot die richtige Option markiert wird. Als nächstes 45. Und hier haben wir nicht so viel zu sehen. Das ist wieder so eine Ballonfrage, wo also farbige Ballons nach oben fliegen. Das mit dem Hund wurde auch entfernt. Und die ist auch wieder ziemlich einfach. What do you call a hen in a designer suit? Chick. Ja, weil eine Henne ein Chick ist. Und es heißt ja auch Chick, wenn man... Jo, muss man glaube ich nicht viel zu erklären, oder? Dann haben wir hier nochmal eine Ballonfrage. Not brown. Mehr muss ich jetzt noch nicht vergrößern. Muss man halt den Ballon treffen, der nicht braun ist. Red liked, green liked. Was ich hier interessant finde, da kommt Bud Lights vor. Das ist doch auch eine Marke, eine Biersorte ist das. Warum das jetzt drin sein darf, weiß ich nicht. Jedenfalls die Antwort ist Blue Light. Ich lese nochmal genau warum. Weil die Antworten auch blau aufleuchten, wenn man drüber fährt. Das steht hier so. Nehme ich mal so hin, ne? Who's on third base? Die Antwort ist I don't know. Und das ist eine Referenz zu einem Comedy-Sketch. Ja, das ist ja sehr aufschlussreich. Kenne ich nämlich nicht. Jetzt eine Frage, die mir sogar ziemlich gefällt. What percentage of people have trouble with fractions? Wenn man sich mal die ersten drei Optionen anschaut, dann ergeben die gar keinen Sinn. Zum Beispiel 5 aus 3. Also ist es dieser Autor, denn der hat dann Probleme mit Brüchen. Dann haben wir hier, why do melons and love have to have a big wedding? Es ist, they can't run off to Vegas, weil die keine Beine haben und... Ja, das ist merkwürdig. Okay, also ich habe jetzt erstmal nur verstanden, die haben keine Beine, deswegen können sie nicht nach Vegas. Was auch immer, ne? Nochmal eine Pferdefrage, also die iOS-Leute mögen wohl Pferde. Do horses believe in God? Und die Antwort ist ganz einfach, nee. Ein Pferd macht ja nee,
oder so. Und es glaubt also nicht an den Gott, ne? Ja, genau. Nee, hier im Sinne von einem Pferdelaut. Plastic or Paper. Man kombiniert das Ganze zu Plaster. Ich weiß nicht genau, was Plaster ist. Aber hier steht's doch. Refers to a building material. Also irgendein Material halt. Ja, klar, dass die Frage mit der Antwort AIDS nicht drin bleiben konnte. Deswegen hier auch: What did we do with all the tasteless questions from the Flash version? Und die einzige Antwort, die Sinn ergibt, ist deleted them. Dann, die checke ich auch nicht so wirklich. Erstmal lädt's ein bisschen. What do sheep and bees think of Christmas? Oh, das passt ja ganz gut zur Zeit noch. Auch wenn wir schon kurz vor Silvester sind. They're Scrooges. Scrooges ist ja Geizhälse. Warum sind Schafe und Bienen Geizhälse? Hier steht auch nicht mehr außer referring to them as miserly. Und miserly heißt ja, glaube ich, geizig, oder? Hier, how many, ja, die ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was ich von dem Wortspiel halten soll, mir gefällt es nicht so sehr. How many stars in the sky? Und das klingt wie this guy mit der Antwort, what a guy. Also ist halt ein sehr lahmes Wortspiel, meiner Ansicht nach. Aber was soll's. Und dann haben wir hier: If it is on fire, use baking soda. Es soll. Wie sagt man das jetzt auf Englisch? Athens? Ja, Athens, Athens, Athens. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht auf Englisch, Entschuldigung. This might be referring to Greek fire. A fire weapon. So, jetzt. What is the shortest distance between these two points? Das habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen. Mit dem Finger soll man den linken Punkt ganz einfach zu dem rechten schieben. Auch hier sind also die vier Optionen fallen. Mach das weg hier. Ich will das nicht mehr haben, das Ding hier. Wow. Ich möchte bitte jetzt keinen technischen Fehler. Hallo? Okay. Okay. Alles klar. Ja, da ist mir mal kurz alles abgeschmiert. Kein Wunder bei Millionen offenen Tabs gefühlt. Also Frage 100. How many letters in Mississippi? Und das ist wohl nur 4, weil MISP. So eine Frage gibt es auch im Impossible Quiz Book Chapter 1. Wie ist ja nicht so recht, ne? 104. What do Eskimos get from sitting on the ice too long? Polaroids. Also das ist ja klar hier. Polar, ne? Und dann von Hämorrhoiden das Roids. Polaroids, ja. Jetzt muss ich hier oben erstmal ein bisschen weiterklicken bei meinen Tabs. A Monkey's Uncle. Es ist Che Guevara. Warum? Nur weil er ein argentinischer Revolutionär ist. Und Gorilla ist ein Wortspiel mit Gorilla. Ich verstehe durchaus. If you have hope in one hand and poop in the other, what's in your hand? Was soll hier die Antwort sein? Weiß ich gerade nicht. An apple, referring to the fact that you are holding an apple product. Oha, es geht hier also um Apple und dass man sich darüber lustig macht. Ja. Schön, dass es jetzt immer erstmal weiß ist, wenn ich den Tab wechsle, weil es abgestürzt ist. Das ist ganz cool. Man hat da bei der vierten Option H bis O, die Buchstaben, also H2O. Und das ist ja die chemische Formel für Wasser, dann haben wir: What's the laziest mountain in the world? Auch das ist kein Problem. Everest. Ever rest. Für immer schlafen oder ausruhen. Jetzt. What do you call a boomerang that doesn't work?
Auch hier wieder Horse, ne? Aber es ist nicht die Antwort. Es ist a Stick. Es ist ein ganz normaler Witz. Den habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ein Stock ist ein Bumerang, der nicht funktioniert. Ja. Und zum Schluss die 119. Ah, hier geht's nochmal um Wasser. How do you get holy water? Das ist ja sehr kreativ, innerhalb der letzten 20 Fragen zweimal eine Wasserfrage zu haben. Aber die Antwort ist ganz cool. Boil the hell out of it. Man erhält also heiliges Wasser, indem man die Hölle raus erhitzt. So viel also dazu. Bevor jetzt nochmal irgendwas passiert, ich sehe hier auch gerade was. Entschuldigung, Firefox ist abgestürzt. Ja, ich würde sagen, bevor hier noch mehr schief geht, war es das mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.